Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Bei mir ist heute Rainer Holznagel, der Präsident vom Bund der Steuerzahler. Schön, dass Sie da sind. 2017 ist nicht nur ein Wahljahr, sondern auch ein wichtiges Steuerjahr natürlich. Wie sehen Sie momentan die Lage? Wir haben ja gesehen, der Bund, die Gemeinden, die Länder haben ordentlich Kasse gemacht, viel Geld auf der hohen Kante. Müsste man da dem Steuerzahler auch was zurückgeben? Unbedingt. Wir haben so gute Rahmenbedingungen wie noch nie zuvor. Der Bundesfinanzminister, seine Länderkollegen, aber eben auch die Kassenwarte vor Ort nehmen so viel Geld ein wie noch nie zuvor. Die Zinsen sind niedrig, das entspannt auch die Schuldenfront sozusagen. Das heißt, die Finanzminister sparen an dieser Seite richtig Geld. Deswegen müssen die Steuerzahler wirklich endlich entlastet werden. Und wir werden in diesem Wahlkampf alles dafür tun, dass es auch wirklich gelingt. Wo könnte man ein paar Prozentpünktchen vielleicht runtergehen? Naja, ich will es gar nicht bei ein paar Prozentpünktchen lassen. Wir brauchen eine deutliche Entlastung, angefangen mit dem Solidaritätszuschlag. Ich finde, der Soli ist lange genug erhoben worden. Jetzt brauchen wir den Einstieg in den Ausstieg. Das wären so um und bei 18 Milliarden Euro, also eine deutliche Entlastung. Wir brauchen aber auch Tarifkorrekturen. Es kann nicht sein, dass sozusagen der Facharbeiter schon mit dem Spitzensteuersatz belegt wird. Auch hier brauchen wir eine deutliche Senkung, sodass wir innerhalb der Mittelschicht auch eine spürbare Entlastung haben und das dauerhaft. Sie haben auch bemängelt, dass man möglichst keinen XXL-Bundestag haben will. Wie würde da eine Wahlrechtsreform aussehen? Wir brauchen noch schnell eine Korrektur des Wahlrechts, indem der Bundestag die Abgeordnetenzahl schlicht und ergreifend deckelt. Zurzeit haben wir schon mehr Bundestagsabgeordnete als erlaubt, 630. Und jetzt müssten die Bundestagsabgeordneten dafür Sorge tragen, dass eben diese Zahl auch fixiert wird. Zurzeit besteht die Gefahr, dass wir eventuell einen Bundestag haben, der 700 oder sogar noch mehr Abgeordnete zählt. Das ist nicht nur ein Feind der Demokratie, sondern auch ein Kostentreiber hoch drei. Deswegen brauchen wir schnell eine Korrektur. Wenn Sie so hören, was durch die Medien geistert, der Wahlkampf ist ja noch nicht in vollen Touren, aber man hört ja schon einiges. Hören Sie da einige positive Dinge, die vielleicht Steuerzahler auch mal entlasten könnte? Wir müssen vorsichtig sein. Alle Parteien wollen entlasten. Sie wollen Familien entlasten, die Mittelschicht entlasten. Das hört sich schön an, aber wir müssen auch genau hinschauen. Auf der anderen Seite planen die Parteien auch Belastungen. Beispielsweise soll die Abgeltungssteuer fallen. Beispielsweise soll eine Vermögensbesteuerung eingeführt werden. Die Erbschaftssteuer soll verschärft werden. Also es wird einerseits Entlastung versprochen, aber andererseits wollen die Parteien noch mehr Geld haben. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein und wir müssen jeden Vorschlag ganz genau analysieren, ob es wirklich wert ist, sozusagen diesen auch zu honorieren. Wo schauen Sie 2017 ansonsten noch ganz genau hin? Wir müssen dahin schauen, was die Wohnnebenkosten machen. Die Politik beschreibt ja immer, dass man sozusagen die Mieten im Zaum halten soll. Aber gerade die Politik ist ein Wohnkostentreiber hoch drei. Ob das Grundsteuer ist, Grunderwerbsteuer oder die Nebenkosten. Die Energiewende ist ein ganz großes Thema für uns. Die Energiewende wird immer teurer. Und sie wird vor allen Dingen in dem Bereich ausgelagert, wo Abgaben ziehen, gar nicht mehr die Steuern. Deswegen brauchen wir hier auch neue Antworten, bessere Antworten. Die Belastung der Steuerzahler und Abgabenzahler muss insgesamt sinken. Und dazu gehört beispielsweise auch ein Absenken des Arbeitslosenversicherungsbeitrags. Wie gut sehen Sie da die Chancen? Wie hoch? Die Rücklage ist sehr hoch. Die Politik und gerade die Arbeitslosenversicherung selbst klammert sich daran. Aber das ist keine Sparkasse und das müssen wir immer deutlich machen. Das ist das Geld der Versicherten. Und wenn zu viel da ist, dann muss was zurückgegeben werden. Weil sonst beobachten wir, dass die Politik sich wieder was einfallen lässt und ruckzuck ist das Geld ausgegeben. Eine letzte Frage. Einige haben Skulpturen oder Bilder in ihrem Arbeitszimmer. Sie haben ein Fahrrad. Was hat es damit auf sich? Ja, mit dem Fahrrad bin ich in Italien Rennen gefahren und es symbolisiert, dass man einen langen Atmen braucht, dass es schwer ist, wenn man berghoch fährt. Aber wenn man erstmal oben ist und runter saust, dann weht auch der Wind ins Gesicht und es wird leichter. Insofern muss man sehr viel Durchhaltevermögen auch in der Politik haben. Also den langen Atem wünsche ich auch Ihnen, Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler. Vielen Dank für das Interview und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Schauen Sie doch mal auf www.insidewirtschaft.de.